Ja, einen wunderschönen guten Abend zu unserem Podcast heute und ich freue mich, heute einen neuen Gast hier zu haben, und zwar die liebe Alina. Wir kennen uns tatsächlich persönlich nicht, sondern wir haben uns über Instagram kennengelernt und zwar ist die Alina für mich die absolute Wasserexpertin. Ich staune immer, was sie so alles über Wasser erzählt und verfolgt es auch. Und es war ein Thema, was mich auch über 2 Jahre lang beschäftigt hat, so das Thema sauberes Wasser. Weil durch meinen Beruf beschäftige ich mich ja auch viel mit dem Thema Gesundheit, über die Aloe, wisst ihr. Und Wasser ist natürlich so die Nummer eins, was wir sauber zu uns nehmen sollten. Und dann habe ich gedacht, das ist ein interessantes Thema, deswegen bringe ich hier direkt die Fachexpertin mit. Und die liebe Alina kann sich ja gerne jetzt mal vorstellen und wie sie überhaupt zu dem Thema kommt und dass sie so viel Ahnung hat von Wasser. Ja, danke schön, liebe Jenny. Wie komme ich dazu? Also bei mir war das so, ich hatte vor über 5 Jahren Schwierigkeiten mit der Gesundheit, ne? Und war ganz viel bei Ärzten, ganz viel Blut abgenommen, 1000 Untersuchungen gemacht und keiner wusste weiter. Laut Ärzten war ich gesund und bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen, mein erster Gang zur Heilpraktiker, und die hat mich dann kontrolliert und hat gesagt, du hast zu viel Schwermetall in deinem Körper. Und ich habe dann natürlich wissen wollen, woher die kommen, weil ich zu der Zeit schon sehr auf meine Ernährung geachtet habe, kein Fisch gegessen habe, da der sehnenlastig ist. Wir essen sowieso sehr viel Bio. Ja, und dann hat sie mir eine wesentliche Frage gestellt, sagt sie, was trinkst du denn? Sag ich, ja, Flaschenwasser, ne? Zu dem Zeitpunkt habe ich kein Leitungswasser getrunken, also ich habe noch nie Leitungswasser getrunken. Und dann sagt sie, ja, informier dich über das Thema Wasser, es kann am Wasser liegen, weil ich habe zu der Zeit 4 Liter getrunken und das günstigste vom billigsten. Und ich bin nach Hause gekommen, habe mich über das Thema ausgiebig informiert. Und für mich stand fest, ich brauche eine Umkehrosmose, habe mich damals, wusste ich gar nicht, dass man sich da registrieren kann oder ähnliches. Hab mir selber eine Anlage geholt, ohne irgendwelche Rabatte oder so zu Hause hingestellt, und ich habe so einen extremen Unterschied gemerkt. Auch mein Mann, der komplett dagegen war, sich so eine Anlage dahin zu stellen, der wollte die nicht mal einbauen, weil der hat gesagt, du spinnst doch, so viel Geld für eine Anlage. Wie gesagt, ich habe sie ohne Rabatte gekauft. Und ja, und dann war er selber überzeugt, ne? Und dann ist unser Sohn geboren. Dass er 3 Monate alt war, habe ich mich dann registriert und dann ging es erst richtig los, ne? Also insgesamt beschäftige ich mich schon so seit 5 Jahren damit und als Business so seit 3 Jahren. Wahnsinn. Also ich staune immer, was du da alles zu erzählen hast, weil das Ding ist, ich muss dazu sagen, dass wirklich noch wenige Leute sich, zumindest in meinem Umfeld, damit beschäftigen. Also ich habe mich selber auch 2 Jahre gefragt, ob das so gut ist, was ich hier zu mir nehme und trinke. Und habe mich dann auch mit jemand tatsächlich bei uns auf einem Business-Event unterhalten und die sagte zu mir, was trinkst du für Wasser? Das war ihre Frage. Und dann habe ich gesagt, na ja, also ne, stilles Wasser, ganz normal, kaufe ich halt hier beim Supermarkt. Ne? Da hat sie gesagt, mach das nett. Und dann hat die mir so 2 Videos zugeschickt. Eins, also 4 Stunden gingen diese Videos. Das eine war über Wasser, das andere über Salz. Und ich dachte, okay. Und dann sagte sie zu mir, also sie hat mir jetzt nichts, also sie wusste über die Umkehrosmose zu wenig Bescheid, weil ich habe sie dann gefragt, du, ich habe schon gesehen, da gibt es so Anlagen, sind die gut? Ah, das war ihr noch zu teuer, sich sowas zu holen. Aber sie achtet einfach drauf, dass sie Flaschenwasser hat, wo auf jeden Fall kein Fluorid drin ist. Und sie sagte zu mir, Lauretanerwasser ist so das Beste, was du trinken kannst, aber das ist halt extrem teuer. Genau. Und dann dachte ich, also nee, das ist mir jetzt aber zu teuer, ne, wo ich das gesehen habe. Und so kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, nein, ich muss auch so eine Anlage haben und habe ja bei dir gesehen, dass du das machst. Aber vielleicht kannst du mal erklären, weil es ist ja wirklich so, dass die Leute zu mir sagen, wenn ich sage, ich habe so eine Anlage, ja, sorry, das ist doch das bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Wieso? Das ist ja Quatsch, was du erzählst. Das Wasser ist super bei uns. Ja, das mit den bestkontrollierten Lebensmitteln, da muss man ein bisschen weiter ausholen, ne, um das Ganze verstehen zu können. Was heißt überhaupt Kontrolle und was wird da drin überhaupt kontrolliert? Und die WHO hat vor einigen Jahren eine sehr, sehr gute Studie gemacht, denn die hat unser deutsches Leitungswasser tatsächlich auf den Prüfstand gestellt und geguckt, okay, wie gut ist wirklich die Trinkwasserqualität in Deutschland? Weil wir reden ja immer von Kontrolle. Kontrolle heißt nicht Qualität. Und die hat dann festgestellt, also wenn wir von Wasser sprechen, sprechen wir ja von H2O, ja? So, und in unserem H2O, in unserem Wasser in Deutschland sind 2000 Fremdstoffe drin. Es sind nicht alle gesundheitsgefährdend, und viele gehen in einem durch, aber man muss sich fragen, brauche ich da überhaupt 2000 Stoffe drin? Aber laut WHO sind mindestens 200 bedenklich für unsere Gesundheit.
Jetzt müsste man doch meinen, 200 werden doch direkt kontrolliert, ne? Weil die können ja unserer Gesundheit schaden, aber dem ist nicht so. Von diesen 200 werden in unserer Trinkwasserverordnung lediglich 57 Stoffe kontrolliert. Und in unserem Flaschenwasser, das ist ja eine ganz andere Verordnung auch noch, nur 16. Ja? Und bei Wahnsinn. diesen 16 sind auch noch Mineralien dabei. Und dann stelle ich mir mal die Frage, okay, wenn das auch so gesund ist, Flaschenwasser, warum müssen die dann begrenzt werden? Ja? Und damit man das Ganze noch mal ein bisschen besser versteht, was das bedeutet, Grenzwerte, gibt es ein tolles Beispiel, und zwar Nitrat. Nitrat ist Gülle, was auf den Feldern verteilt wird. Ja? Ist erstmal überhaupt nicht schlimm für uns, na? Aber Nitrat wird in unserem Körper durch eine chemische Verbindung zu Nitrit umgewandelt. Und Nitrit ist höchst krebserregend. Aber nicht nur das. Nitrit kann bei den Kleinsten unter uns, also Säuglingen und Kleinkindern, zu einer gefährlichen Blausucht führen. Also die können dann blau anlaufen, weil Nitrit die Eigenschaft hat, in unserem Blut, also H2O, O ist ja Sauerstoff, ne, das O-Teilchen zu binden, Sauerstoff zu binden, und dementsprechend wird das nicht mehr transportiert, ne? Und die laufen dann einfach blau an. Und es gibt sogar Studien, die Nitrit im Zusammenhang mit dem plötzlichen Kindstod sehen. Lieber Ne? Gott. Und dementsprechend ist das so ein bisschen fragwürdig. Und was hat das jetzt mit den Grenzwerten auf sich? Wir in Deutschland haben einen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Nitrat in unserem Wasser. Wir dürfen es legal haben. Da müsste man es doch meinen, okay, das tut ja unserer Gesundheit nichts. Aber wenn wir jetzt uns andere Länder wie zum Beispiel die USA anschauen, haben die einen Grenzwert von 10. Und es stellt sich die Frage, warum hat die USA einen Grenzwert, der fünfmal niedriger ist als bei uns? Also wenn die 20 Milligramm haben, dann ist das schon Alarm, die dürfen es nicht trinken. Bei uns ist es bedenkenlos weiter möglich. Ja? Wahnsinn. Und wenn wir uns alle Länder um Deutschland herum anschauen, haben die einen Grenzwert von 20. Und in den 60er hatten wir tatsächlich auch einen Grenzwert von 20. Doch wir sind ein flächenmäßiges kleines Land, haben sehr viel Landwirtschaft, dementsprechend viel Gülle. Und dementsprechend sickert auch viel in unser Grundwasser, ne, und wir pumpen das dann einfach wieder hoch. Ne? Und bei uns ist es ganz einfach so, dass wir in den 60ern auch 20 Milligramm hatten. Konnten die Grenzwerte logischerweise aufgrund der Fläche nicht einhalten. Ne? Und dementsprechend wurden wir von der EU verklagt. Ne? Die hat sich das angeguckt, hat gesagt, ihr vergiftet eure Leute. Die wurden verklagt auf Millionen Zahlungen. Und dementsprechend wurden die Grenzwerte immer weiter angehoben. Mittlerweile sind wir bei 50. Ne? Und das zum Thema Grenzwerte. Was haben die überhaupt zu bedeuten? Und bei der Kontrolle ist es wichtig, nochmal zu verstehen. Es gibt ja ganz viele Trinkwasserwarnungen. Aber habt ihr schon mal mitgekriegt, oder hast du schon mal mitgekriegt, dass irgendwo schon mal ein Wasserhahn zugemacht wurde? Also du hast kein Wasser mehr gekriegt, weil deine Grenzwerte nicht mehr passen? Nee. Nee. Und das Also ist es dann. tatsächlich war das auch so ein Grund, weil, also in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht erlebt, dass es für uns eine Warnung gab, man darf kein Leitungswasser trinken. Und tatsächlich in den letzten 2 Jahren kam das hier bei uns in der Region 3, 4 Mal vor. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht normal sein. Also ehrlich. Also der helle Aber das Wahnsinn. Wasser wurde nicht abgestellt. Nein. Es wurde weiterhin aus dem Hahn gegeben. Es wurde nur eine Warnung herausgesprochen. Und das ist es einfach, weil man kann das mit einem Fieber vergleichen. Wenn mein Kind jetzt fiebert, ne, und ich messe jetzt jede halbe Stunde das Fieber, dann habe ich immer noch nichts dagegen getan, um es zu senken. Genauso ist es bei dem Wasser. Also erstens sprechen die Grenzwerte, sagen gar nicht viel aus. Zudem ist das einfach die Frage, selbst wenn ein Grenzwert oder zwei passten, aber der Cocktail macht es, ne? Und zweitens ist einfach die Frage, was ist, wenn die Grenzwerte nicht passen, wenn die einfach angehoben, ne? Das ist einfach das kleine Wahnsinn. Geheimnis mit den Grenzwerten. Ja, wirklich Wahnsinn. Aber was sagst du, was kann das eigentlich, wenn ich jetzt weiterhin das Leitungswasser komplett trinke, was für Folgen kann das für mich haben? Einfach. Also da reagiert hier jeder Körper ein bisschen verschieden drauf. Aber man muss sich eine Sache bewusst werden, die in meinen Augen ziemlich heftig ist, und nahezu die heftigste. Also man muss sich bewusst werden, wir nehmen ja Tabletten zu uns, ne? Nahezu jeder Mensch, ne? Und wir sind in Deutschland wirklich Konsumweltmeister in Tabletten. Wir nehmen pro Kopf 1250 Pillen pro Kopf pro Jahr, ne? Wahnsinn.
Und jetzt muss man einfach wissen, dass Tabletten nicht komplett bioverfügbar sind, sondern nur 30, also die meisten sind 30% von unserem Körper verwertbar, aber es gibt so wenige, die 70% verwertbar sind, also 30 bis 70. Die anderen 30 bis 70% wandern einfach so raus, ne? Und die Klärwerke sind nicht in der Lage, das Ganze rauszufiltern. Und das bedeutet, alles, was wir ausscheiden, kommt auch wieder in unser Trinkwasser. Aber bei den Klärwerken ist das so, natürlich wird da ein bisschen gereinigt, ein bisschen Chemie hinzugetan, ne? So, und dann wird das in die Flüsse geleitet und ein paar Meter weiter wird das wieder abgefüllt und aufgearbeitet und wird uns dann als Trinkwasser zur Verfügung gestellt. So, aber in dieser kurzen Zeit, die das Wasser im Bach, Fluss, See verbleibt, reicht es schon aus, um die heimischen Frösche und Fische tatsächlich zu zwittern zu machen. Damit haben wir in Deutschland ein großes Problem. Und ihr könnt das selber zum Beispiel prüfen. Also wenn ihr kennt ja noch die Mädchen von früher, ne? Also so vor 20, 30 Jahren, ne? Wann sind die in die Pubertät gekommen? Wann kommen die Mädchen heute in die Pubertät? Also ich habe Ja, gestern das mit ist meiner verrückt. Freundin geredet, die sagt, bei den Sohn ihrer, bei in der Klasse ihres Sohnes läuft ein Mädchen mit 9 Jahren schon mit Minirock rum, ne? Mit 9 Jahren. Ist Und verrückt. ja, das wird einfach immer früher. Und zudem, ich glaube, das hat jetzt mittlerweile jeder mitgekriegt, dass wir ein großes Problem haben mit der Fruchtbarkeit Ja. der Männer. Die ist um sagenhafte 70% zurückgegangen in den letzten Jahren. Und in Sachsen wird einfach die künstliche Befruchtung schon finanziert. Und das ist ganz einfach so, dass wir mit jedem Schluck Wasser auch Hormone, Medikamente mittrinken, denn dafür gibt es keine Grenzwerte. Die werden nicht kontrolliert und können in bestimmter Zahl in unserem Wasser vorhanden sein. Und was noch sein, also natürlich kann das erstmal auf den Hormonhaushalt schlagen. Was aber noch sein kann, und das muss man sich einfach bewusst werden, die meisten vertrauen ja dem Leitungswasser schon nicht, weil die sehen ja den Kalk da drin, ne? Die sehen so, oh Gott, der Kalk zerstört meine Geräte, ne? Das war auch mein Grund. Ich habe nie Leitungswasser getrunken, ich habe mich immer davor geekelt, aber ich habe damit gekocht, ne? Und das Ding ist einfach, dieser Kalk zerstört unsere Geräte, das sehen wir, ne? Aber was passiert zum Beispiel mit den Rohren? Und das zeige ich euch einmal. Ja. Moment, so. Mit den Rohren in unserem Haus, und zwar sofort, wenn wir ein Haus bauen, sehen wir das gar nicht. Aber nach 40 bis 50 Jahren, ne, das ist übrigens ein ganz normales Wasserrohr, ne, das sind Trinkwasserrohre beide, ne, Oh und je. dieser Kalk hier drinnen lagert sich immer mehr ab und verengt das Rohr immer mehr. Und so nach 30, 40, 50 Jahren, ne, je nachdem, wie viel Kalk im Wasser ist, und ist das so verengt und das Wasser geht mit Druck dadurch, dass dieses Rohr einfach platzt. Na, du kriegst Wasserrohrbrüche, hat ja jeder schon mal gehört. Na? Ja. Das ist ganz normales Trinkwasserrohr, ne? Auch kein Geheimnis hier in Deutschland. Gibt es ganz viele Bilder davon. Und das Gleiche kann auch in unseren Arterien passieren. Denn man muss sich bewusst werden, alles, was in unseren Körper reinkommt, kann auch in unserem Körper verbleiben. Und wenn sich unsere Arterien, Venen verkalken, passiert genau das Gleiche in unseren Arterien und Venen. Und es gibt einen ganz bekannten Hydrologen, also es gibt ganz viele wissenschaftliche Berichte darüber. Es gibt aber einen wesentlichen Hydrologen, der hat die berühmteste Studie gemacht. Der wurde in den 60er Jahren von der französischen Regierung beauftragt. Und zwar hat die französische Regierung damals festgestellt, dass es Regionen gibt mit ganz vielen Herz-Kreislauf-Problemen und Erkrankungen, ne, Herzinfarkt, Schlaganfälle und Regionen, da sind die Leute total gesund und die konnten sich das nicht erklären. Dann haben die den Hydrologen angeheuert und der hat in 15 Jahren Forschung herausgefunden, dass es am Wasser liegt. Und zwar da, wo PPM, also du kannst es messen mit deinem Gerät, wie viel Fremdstoffe, wie viel fremdlösliche Fremdstoffe, also leitfähige Fremdstoffe sich im Wasser befinden, ne? Und hartes Wasser, ne? Also viel Kalk drin, ne? Dass diese Leute dann viel an diesen Krankheiten leiden und mit weichem Wasser halt einfach nicht, ne? Und der hat das dann in nochmal 15 Jahren an Versuchen an Tieren nochmal bestätigt, dass es wirklich daran liegt. Also das sind so die Auswirkungen, die man haben kann. Also natürlich merkt man das nicht sofort, ne? Aber irgendwann, und du weißt das ja aus deiner Branche, ist es ganz Ja, einfach so, wenn man nicht vorsorgt, irgendwann leidet man dann drunter. definitiv. Und jetzt kriege ich oft die Frage, also die Frage habe ich mir auch selber gestellt, die habe ich dir ja auch gestellt, aber ich höre immer, man muss dieses Wasser mineralisieren, das Wasser muss Magnesium haben und weiß ich nicht, was alles. Was sagst du dazu?
Also erstmal fragt man sich meistens, wo kommt das Ganze her? Und wenn man sich mal die Ursache anguckt, ist das ein Werbegag der Flaschenindustrie. Weil das Flaschenwasser kostet ungefähr 20 Mal mehr als als das Leitungswasser. Und würden die das nicht so verkaufen, würde kein Mensch Flaschenwasser kaufen. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, das kann man natürlich auch nachweisen. Also die Aufgabe von Nahrung kennen wir sehr gut, kennst du auch am besten, ne? Energielieferant, Baustofflieferant, ne? Vitaminelieferant. So, aber die Aufgabe von Wasser weiß keiner. Jeder weiß, man muss 2 Liter Wasser am Tag trinken, keiner weiß wofür. Ne? Und wenn man das jetzt so, sogar nachforscht und bei Google mal eingibt, Aufgaben im Körper von Wasser, stellt man fest, es gibt drei wesentliche Aufgaben. Einmal uns zu kühlen, dann uns zu reinigen. Es gibt kein Element, was uns reinigen kann, außer das Wasser. Du kennst es von dir. Wenn ihr eine Kur macht, müsst ihr mehr Wasser trinken. Weil eure Sachen bringen die Zellen dazu, diese Sachen rauszuschütteln und das Wasser muss es raustransportieren. Deswegen ist es das so wichtig, ne? Also das Wasser reinigt uns und das Wasser transportiert Nährstoffe. Also Nährstoffe kommt ja vom Wort Nahrung, ja? Das Wasser, die Nahrung wird im Magen verdaut, ne? Und dann kommt das Wasser, nimmt die Nährstoffe auf und transportiert das in die Zellen. So. Und jetzt ist es einfach so, wenn das Wasser gesättigt ist, ne, also voll ist, auch voll mit Mineralien, dann kann das Wasser nichts mehr aufnehmen, weil es ist ja schon gesättigt, das ist voll. Deswegen ist das einfach der größte Blödsinn. Also man kann natürlich, wenn du jetzt Nahrungsergänzungsmittel nimmst, ne, und jetzt ein Glas morgens mit deinem Pulverchen anrührst, ne, dann hast du ein Glas, was nicht die Aufgabe im Körper erfüllt, aber soll es auch nicht, weil soll dich ja anreichern. Aber den Rest des Tages ist es doch wichtig, sauberes Wasser zu trinken, diese 2 Liter, die ihr dann noch zusätzlich trinkt, ne? Weil der Rest des Tages muss das Wasser seine Aufgaben erfüllen. Und deswegen darf es auf gar keinen Fall mineralisiert werden. Also, wenn du das so erklärst, ist es super logisch, ne? Aber man weiß es halt einfach nicht. Man kriegt das halt von der Werbung so vorgegaukelt und denkt, naja, aber das kann ja nicht komplett leer sein. Da muss ja irgendwie noch was rein, ne? Also total verrückt. Und viele sagen ja dann auch immer, naja, ich habe ja so einen Britta-Kannenfilter. Das reicht ja, wenn ich den habe. Der filtert ja auch, ne? Aber der filtert ja nicht so wie jetzt eine Umkehrosmose, sage ich mal, ne? Nein, also beim Kannenfilter ist es ganz einfach so, und das muss sich jeder von bewusst werden, der hat eine Kartusche. Ja? Und diese Kartusche steht im Wasser, 24/7. So, und jetzt weiß das jeder, der die eigenen 4 Wände hat oder zur Miete wohnt, ne, du lüftest ja. Warum? Sobald Feuchtigkeit, ne, warm, nass aufeinanderprallt, was passiert dann? Schimmel. Schimmel. Ja. Und diese Kannenfilter sind die größten Keimschleudern, die es gibt. Zudem ist es ganz einfach so, also eine Umkehrosmose reinigt bis auf das kleinste H2O, und H2O ist das kleinste Molekül, was es gibt, ne? Also es gibt kein kleineres, ich zeige einmal eine kleine Abbildung, damit das Ganze ein bisschen deutlicher wird, wie klein das Ganze ist. Ich muss sie ganz kurz raussuchen. Es gibt nämlich kein kleineres Molekül, also H2, ne? Wasserstoff, und dann kommt schon das H2O. Ne? Wir filtern bis auf das kleinste Molekül. Moment. So. So, hier. Hier haben wir einmal so eine Abbildung, ne, damit man das Ganze besser versteht. Ne? Und zwar ist das hier links die molekulare Größe. Ne? Und ein Kannfilter filtert bis hierhin, bis zu 5 Mikron. Ne? Das ist die molekulare Größe. Ne? Ein Mikron, damit man sich hier vorstellt, ist 0,00001 Millimeter. Ne? Damit man sich das vorstellt. Menschliches Haar sieht man mit dem bloßen Auge, Kalk sieht man mit dem bloßen Auge. Ne? Und Kannenfilter filtern nur das raus. Ja, so, aber darunter kommen Bakterien, Viren, da haben wir schon gesagt, die entstehen dann erst recht, weil es ja feucht, warm und nass steht. Bakterien, Viren, Pestizide, Nitrat haben wir vorhin drüber gesprochen. Das ist die Gülle, aus der Nitrit entsteht. Ne? Und die meisten Filterhersteller haben Probleme, überhaupt Nitrat rauszufiltern. Ne? Das funktioniert gar nicht, weil guck mal, wie klein das ist. Ne? Und dieses kleine Pünktchen ist das H2O, 0,001 Mikron. Ne? Und bei uns ist es so, da muss man sich vorstellen, beim Kannfilter geht das Wasser durch, ja, der nimmt die ganzen groben Stoffe raus. So, jetzt aber bei der nächsten Filtration, bei der zweiten, dritten, vierten, muss die Stoffe doch irgendwo hin,
Na, das heißt, das Wasser nimmt, das ist ja ein Transportmittel, nimmt diese Stoffe mit. Und dann ist dann unten das Wasser, was dann rauskommt bei der zweiten, dritten Filtration, nicht nur mit Viren, Bakterien belastet, sondern auch ein Teil von diesem Teil von dem Wasser davor. Bei uns ist das so, das ist die Membrane, das ist das Herzstück, übrigens erfunden von der NASA, nicht von APA Global, das Verfahren. Da wird das Wasser mit Druck durchgepresst durch diese ganzen Schichten. Und das Besondere an diesen Schichten ist, die haben ganz viele Löcher. Und diese Löcher sind genauso klein, dass nur dieses kleine Pünktchen durchpasst. Das bedeutet, wie bei einer Zitronenpresse, das Wasser wird durchgepresst und am anderen Ende kommt nur das reine H2O raus. Und zusätzlich werden diese ganzen Schichten, diese ganzen Poren hier nicht verstopft, denn es kommt dann Leitungswasser nach jeder Filtration und nimmt diese Stoffe mit und transportiert es in Abfluss. Somit haben wir wirklich nach jedem Filtration eine saubere Membrane zur Verfügung. Das ist beim Kannfilter leider nicht möglich. Auch das macht Sinn, ne? Wenn man das mal so erklärt bekommt. Ja, die wenigsten beschäftigen sich überhaupt Ja. damit. Na, also wie gesagt, die Aufgabe von Nahrung weiß jeder, Aufgaben von Wasser leider die wenigsten. Also ich muss auch sagen, viele wissen, dass sie morgens ein Glas lauwarmes Wasser trinken sollen. Aber warum sie das tun, wissen auch nicht viele. Aber auch das kannst du ja super erklären, Ja. warum man das macht. Also warmes Wasser auf nüchternem Magen ist wie so eine Dusche von innen. Ne? Also erstens bringt es den ganzen Kreislauf in Schwung. Ne? Und du musst dir so vorstellen, dass die ganzen Arterien, Gewebe jetzt einfach schlaff sind, müde sind vom Schlafen. Ne? So, und jetzt kommt das warme Wasser. Ne? Und du kennst es ja vom Gartenschlauch. Wenn warmes Wasser durchgeht, die erweitern sich einfach. Ne? Und genau das gleichen Effekt hat es im Körper. Du bist sofort wach. Deine Verdauung geht sofort los. Also ich trinke tatsächlich, boah, ich weiß schon gar nicht, wie lange. Kein Kaffee. Ich trinke vielleicht, wenn ich mal ausgehe zum Frühstücken oder so, mal so just for fun einen Kaffee. Aber ich brauche das nicht. Und die meisten trinken Kaffee nicht, um wach zu werden, sondern damit der Stuhlgang funktioniert. Ne? Ja, stimmt. Und den gleichen Effekt hast du dann einfach mit warmem Wasser auf nüchternen Magen. Also einfach Ja. mal ein Glas warmes Wasser, dann brauchst du keinen Kaffee mehr. Ja, also ich mache das tatsächlich auch schon eine längere Zeit und es hilft, sagen wir mal so, Ja, ne? Also stimmt genau. schon. Und dann ist doch so ein interessantes Thema, was ich auch von vielen immer gefragt werde und ich kann es echt nicht erklären. Und zwar das Thema hydrogenes Wasser. Also woher kommt das hydrogene Wasser? Warum hydrogenes Wasser? Was macht hydrogenes Wasser? Wie stellt man das her? Also was soll das jetzt? Also hydrogenes Wasser, ich habe jetzt leider die Flasche nicht hier, die ist unten. Ich jetzt Aber leider nicht. hydrogenes Wasser ist Wasserstoff. Ne? Und warum ist Wasserstoff so wichtig? Ne? Also man muss sich einfach vorstellen, dass alles Leben auf diesem Planeten aus Wasserstoff besteht. Ne? Also Wasserstoff ist H2. Ne? Also Wasser besteht aus H2 und das O-Teilchen O. Ne? Und H2 ist Wasserstoff. Ne? Man muss sich vorstellen, dass die Sonne zu 95% aus Wasserstoff besteht. Und jedes Vitamin, auch die Vitamine, die ihr habt, jedes Vitamin auf unserem Planeten besteht aus Wasserstoff, nur in anderen Zusammensetzungen. Ne? Also Vitamine haben immer die chemische Zusammensetzung CHO, ne? Nur unten andere Zahlen. Ne? Also da ist immer Wasserstoff drin. Und wenn du jetzt Wasserstoffwasser trinkst, dann ist das wie Essen von Superfood und 100 mal effektiver als Vitamin C. Ja? Was hat das für Auswirkungen auf den Körper? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt anfängt, Wasserstoff zu trinken. Bei uns ist es noch sehr unbekannt, aber es gibt andere Länder, ne? Technisch weiterentwickelte Länder leider. Wir denken immer, wir sind ja so weiterentwickelt, aber es gibt noch weiterentwickelte Länder. Bei denen wird Wasserstoff zum Beispiel wirklich zur Heilung eingesetzt. Ne? Zur Heilung, weil wir haben eine Flasche, mit der kannst du, da ist ein Generator unten, ne? Und mit der kannst du das Ganze produzieren. Ne? Und bei uns ist es beispielsweise so, du kannst es auch inhalieren. Und wenn du das Ganze einatmest, ne, dann hilft es gegen alle Entzündungsprozesse im Körper. Und Wasserstoff, darfst du dir so vorstellen, die sind ja von freien Radikalen umgeben. Ne? Die umgeben uns, wir atmen die ein, wir haben die durch Stress, durch falsche Ernährung, überall. Du kennst dich ja am besten mit freien Radikalen aus, besser als ich. Und Wasserstoff hat die Eigenschaft, diese freien Radikalen zu binden und zu neutralisieren. Ne? Und Ah. Wasserstoff ist halt so fein, dass es die Blut-Hirn-Schranke durchbricht und direkt auch in unser Hirn wandert. Ne?
Und wenn du jetzt zum Beispiel Wasserstoff trinkst, ne, und du hast irgendwelche Allergien, chronische Erkrankungen, ne, Entzündungsprozesse, dann ist es ein Game Changer. Ne? Also es wird nicht bei der ersten Flasche helfen, aber wie, zum Beispiel, wir machen das so, wenn wir Allergien haben oder irgendjemand im Bekanntenkreis Allergie hat, Wasserstoff inhalieren. Und ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil ich dachte, Wasser und irgendwelche Blubber da drinnen, ne? Aber wo ich wirklich 100% davon überzeugt war, wo wir noch die Corona-Zeit hatten, hatte mein Mann mal Corona, zwei Striche, ne, fast 40 Fieber oder sogar über 40, ich weiß es gar nicht mehr, lag auf dem Sofa, denn dem ging es überhaupt nicht gut. Und ich habe ihm eine Karaffe mit Wasser daneben gestellt und diese Flasche und habe gesagt, so deine größte Aufgabe, ich will heute Nacht nicht mit dir schlafen. Ne? Habe gesagt, inhalieren, trinken, inhalieren, trinken, inhalieren, trinken. Das hat den ganzen Nacht gemacht. Abend, ich weiß es nicht, war nicht dabei. Morgens war auf jeden Fall die Karaffe leer, die Flaschen waren leer. Und er war topfit. Er konnte am nächsten Tag auf unserem Dach rumtouren und unser Dach nachher bei dem war ja dann eh im Lockdown, war ja eh zu Hause. Ne? Und das kennen halt meine Kinder, wenn wir erkältet sind, immer inhalieren. Ne? Also das hat erstens einen aufpuschenden Effekt. Ne? Du kriegst weniger Falten, deine Haut wird besser. Ne? Du wirst wacher und vor allem gesünder. Also ich kenne das nur, glaube ich, aus Japan oder Korea, wo man dann sieht, dass die mit diesen Masken rumlaufen. Also sieht ja aus wie Gasmasken, ne? Und so bin ich da drauf gekommen, habe mir gedacht, was machen die denn da eigentlich, ne? Und habe da gelesen, okay, das ist hydrogenes Zeug, was die da einatmen. Und dachte, okay, warum machen die das, ne? Und habe mich Genau. da ein bisschen zu belesen. Ja. Genau, das wird in anderen Ländern, das ist ganz normal. Wenn wir jemand so ein Ding durch die Gegend laufen würden, würden wir uns alle angucken, ne? Aber da ist es ganz normal, ne? Und das ist Ja. nicht das einzige Land. Wie gesagt, das sind so viele Länder und da gibt es so viele Berichte auch im Internet, was das Ganze bewirkt, weil das ist wirklich ein Game Changer. Und vor allem ist das wirklich überall enthalten, überall, wo Leben drin ist, ne? Ja, das stimmt. Würdest du sagen, es gibt ein Land, wo die Wasserqualität richtig gut ist? Finnland. Ja. Ja, es gibt nämlich einen Trinkwasserreport, der wurde von der UNESCO vor ein paar Jahren gemacht. Es gibt auch nur den einen, es gibt keinen anderen. Und die haben 122 Länder auf den Prüfstand gestellt. Und Deutschland ist auf Platz 57 von 122. Und Finnland ist Boah. auf Platz 1. Okay. Aber wenn du dir das so vorstellst, Türkei und Spanien sind knapp vor Deutschland, also Platz 53 und 46. Und Ägypten ist auf Platz. Warte mal, muss ich 63. 63, also knapp hinter Deutschland, nur 6 Plätze danach. Und wenn du die Länder reist, darfst du das Wasser auf gar keinen Fall Ja, trinken. Ne? ich wollte Also, gerade sagen. ja, steht ja überall, ne? Aber es hat nichts mit der Trinkwasserqualität zu tun, denn die Trinkwasserqualität ist da teilweise besser, außer in Ägypten, ne? Ist ja um 6 Plätze schlechter. Aber die haben Bakterien da drin. Ne? Und wenn wir als Urlauber dahin fahren und diese Bakterien zu uns nehmen, haben wir Magen-Darm, unser Urlaub ist versaut. Aber mit der Trinkwasserqualität hat das nichts zu tun, denn wir in Deutschland beherrschen das Chloren ganz gut. Ne? Also wir chloren unser Wasser, damit da keine Viren, Bakterien sind, schon ganz wenige, kommt trotzdem immer noch vor. Ne? Und die Länder halt nicht. Wahnsinn. Wenn man sich das so vorstellt, gell? Ja. Eigentlich schon ziemlich verrückt. Und was ist eigentlich mit dem Wasser? Wenn ich jetzt duschen gehe, dann nehme ich das dann direkt auf. Ist es dann eigentlich okay? Eigentlich okay? Oder müsste man das eigentlich auch filtern? Nee, durch die Haut hat ja ein bisschen größere Poren als so in uns drinnen, ne? Und die Haut hat ja nicht die Aufgabe, das Ganze zu transportieren. Du wäschst dich ja nur. Es hat genauso Ja. eine Reinigungsfunktion. Also das Wasser hat, egal wo du es einsetzt, Körper, Industrie, du reinigst immer mit dem Wasser, ne? Straßen, zu Hause, Toiletten, du reinigst immer mit dem Wasser, ne? Und genauso sollst du dich nur von außen reinigen, ne? Und du reinigst dich auch nicht nur mit Cola oder Fanta. Bier oder so, ne? Und genauso ist es von bei uns innen, ne? Also von außen tut sich nicht viel, außer du hast da ganz viel Kalk, dann greift es natürlich deine Haut an. Du kennst es wahrscheinlich selber, jeder, der kalkhaltiges Ja. Wasser hat, muss die Haut eincremen, weil die ist Ja. eingegriffen, ne? Dafür gibt es Antikalkanlagen, da müssen nicht die ganzen Hormone, Medikamente rausgefiltert werden, da reichten diese großen Teile, die auch einen Kannenfilter schafft, ne? Kalk draus und deine Haut ist babyweich. Ne? Also, das ist wirklich ein Gamechanger auch für alle, die Neurodermitis haben. Mein Mann hat zum Beispiel Neurodermitis tatsächlich und wir wohnen im Eigenheim, haben hier eine Antikalkanlage seit 5 Jahren, sogar schon länger als 5 Jahren, 6 Jahren sogar schon. Und seine Neurodermitis ist weg, ne? Weil er hat Ja. keine rissige Haut. Ja. Das ist also wirklich ein Gamechanger für alle, die Hautprobleme haben. Kalk. Es Ja, gibt Wahnsinn. jeden Kalk.
Man denkt gar nicht über solche Sachen nach, ne? Über so einfache Sachen wie Wasser eigentlich, ne? Ja. Aber sagst du jetzt zum Beispiel, man kann alles filtern? Also könnte ich jetzt auch eine Cola filtern oder so? Ja, Würde das auch klar. gehen? Ich habe sogar ein Video. Wenn das habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber Ist mir jetzt so spontan kein Problem. Ich suche das gerade schnell raus, meinen Cola-Test. Hier habe ich den sogar schon. weil du hast gesagt, es ist von der NASA entwickelt. Jetzt überlege ich mir wahrscheinlich für Astronauten. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch so andere Dinge noch gefiltert, wahrscheinlich da oben, ne? Ja, die filtern tatsächlich ihren Urin, Schweiß Ja, und das genau. Abwasser Das damit. habe ich mir jetzt gerade gedacht. Die Astronauten, also wie kam überhaupt die Umkehrosmose zustande? Die Astronauten haben ja nur bestimmte Kapazität an Wasser, was sie im Weltraum mitführen können. Und ich habe mein Bildschirm noch nicht freigegeben, oder? Nee, noch Nee, nicht. okay. Die haben ja nur eine bestimmte Kapazität an Wasser, was sie mitführen können. Und dann wurden ganz viele Wissenschaftler zusammengetrommelt und einfach, übrigens auch in den 60ern, irgendwie ist alles in den 60ern passiert. Ne? Okay. Das war das Wasserjahr. Auch in den 60ern, da wurden ganz viele Wissenschaftler zusammengetrommelt und einfach geguckt, okay, wie kann man das Problem lösen? Und daraufhin ist hier Membrane entstanden. Und die Astronauten haben tatsächlich in den Helmen, wenn die rausgehen aus dem Schiff, schon diese Membranen drin. Also die haben die auch im Schiff, ne? Aber auch in den Helmen. Und dann können die, während die draußen etwas machen, urinieren und trinken. Verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt, Ja. wenn man sich das so vorstellt. Wahnsinn. So, soll ich jetzt einmal einen Cola-Test Ja, zeigen? Ich glaube, der zeig geht mal. 1,5, 2 Minuten. Moment. So, ich hoffe, das klappt mit dem Ton hier. Ah, hier ist der Ton ausgeschaltet. Kleiner Augenblick. Machen wir doch wieder an. So. Das ist unsere Flexibel und als allererstes zeige ich euch, dass die Anlage auch wirklich leer ist. Da ist kein Wasser drin. So wie ich da drauf drücke, passiert da absolut gar nichts. Das Praktische an unserer Flexibel ist, dass sie hinten einen Tank hat, wo ich jegliche Flüssigkeit reinpacken kann. In diesem Fall zeige ich euch, was passiert, wenn wir Cola filtern möchten. Denn die Umkehrosmose ist eine Erfindung der NASA und weltweit das einzige Verfahren, das wirklich alle Stoffe aus eurem Leitungswasser filtern kann. Und das Ganze ganz ohne Chemie, rein auf molekularer Ebene. Andere technisch weiterentwickelte Länder nutzen die Umkehrosmose wirklich in jedem Haushalt. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Das hier ist nämlich die Blutzelle. Das hier ist ein Bakterium und das ist ein Virus. Und dieses klitzekleine Pünktchen ist das Wassermolekül. Und jetzt haben wir unsere Membran, die aus ganz, ganz vielen Schichten besteht. In diesen Schichten sind Löcher. Und zwar genauso groß, dass nur das winzige Wassermolekül durchpasst. Jetzt wird das Wasser mit Druck da durchgepresst. Und am Ende kommt Sauerstoffwasser raus. Dann wollen wir mal schauen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat. Denn das Ganze ist ja im Schnelldurchlauf. In Wirklichkeit dauert es zwischen 5 und 10 Minuten. Und da, das reinste H2O, gewonnen Das ist schon aus der krass. Cola. Übrigens ist das auch eine Erfindung von der NASA, Stopp denn das die jetzt mal. Astronauten weltweit. Ja. Das wäre mein Gequatsche, nicht die ganze Zeit ertragen. So, warte mal. Da habe ich das. So. Genau, also Cola-Filtern funktioniert auch. Wobei ich Wahnsinn. gestehen muss, wenn man das jetzt so zu Hause als Test macht, die Filter waren schon kurz vorm Wechseln, man muss die Membrane dazu wechseln, ne? Weil der ganze Zucker ist schon heftig für die Membrane, ne? Naja, das glaube ich. Aber Wahnsinn, ne? Was Ja. machst du eigentlich, wenn du in Urlaub fährst oder wenn du jetzt anderes Wasser trinken musst? Zu welchem Wasser greifst du dann? Also, wie machst du das? Also erstens, wir haben hier die Flexibel, mit der ich gerade, wir haben hier mit Festanschluss und die Flexibel, die ich gerade gezeigt habe, ich nehme überall in Urlaub die Flexibel mit, überall. Wirklich? Ja, weil ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn du einmal anfängst, sauberes Wasser zu trinken, Ja. ne, kannst du kein anderes Wasser mehr trinken. Ne? Das Du stimmt. schmeckst es einfach. Aber wenn ich jetzt so in Deutschland irgendwo wäre, dann würde ich auf jeden Fall zu Laurentana greifen. Ja, tatsächlich. Laurentana ist eins der besten Flaschenwasser in ganz Europa, aber natürlich wegen der Qualität sehr teuer. Sehr, sehr teuer.
Und wenn du das mit unserer Anlage vergleichst, dann hast du innerhalb von ein paar Monaten den ganzen Preis schon raus. Ne? Nur bei Lauretana zahlst du dann weiterhin Monat für Monat für Monat. Ne? Und bei unserem Gerät hast du einmal abbezahlt und das war's. Ne? Das Also alleine zu finden ist ja schon eine Kunst, weil das vertreibt ja so gut wie gar keiner. Also das war. Bioläden haben das. Bioläden Reformhaus, sonst keiner. Ja. Also es gibt tatsächlich ein paar gute Flaschenwässer, die sind aber alle teuer. Plose, Lauretana und Black Forest. Ne? Das sind so die drei guten Flaschenwässer, aber kosten ganz viel. Also wenn man sich das mal für eine durchschnittlich vierköpfige Familie anguckt, nur das günstigste 29 Cent Wasser, ne, hat man in einem Jahr das Gerät für die Anlage raus. Was man, die Leute machen sich auch nicht Gedanken darüber, dass man wirklich 50 Euro mindestens pro Flasche, also pro Monat fürs Flaschenwasser bezahlt, plus das ganze Geschleppe, ne? 50 Euro, das hast du so schnell raus und die Anlage, ne? Ja, das Beim stimmt auch. Wasser, Das beim stimmt. Flaschenwasser schleppst du Jahr für Jahr für Jahr, ne? Und zahlst das Geld jedes Jahr einfach drauf. Und wenn du jetzt im Restaurant bist, was machst du dann? Also trinkst kein Wasser oder wie Ich machst du habe das? immer mein Wasser dabei. Immer. Also auch hier, ne? Ich habe immer diese Flasche, ich war vorhin auch unterwegs, ne? Ich hatte diese Flasche einfach dabei, immer, überall. Weil die Kinder kennen das auch. Du kannst kein anderes Wasser mehr trinken. Und du trinkst ja automatisch mehr, weil dein Körper auf einmal danach verlangt. Ne? Und viele denken sich, oh mein Gott, jetzt muss ich viel Wasser trinken. Ne? Aber wenn du das richtige Wasser trinkst, ist es ja kein Problem mehr. Ne? Weil dein Körper verlangt auf einmal danach. Dein Körper merkt, okay, die Niere merkt auf einmal, okay, ich muss die ganzen Stoffe nicht mehr filtern. Ne? Weil das ist ja der große Grund, warum wir keinen Durst haben. Ne? Oder viele ältere Menschen. Ne? Die Niere arbeitet nicht mehr so. Ne? Und die Niere schreit, oh nein, 2000 Stoffe, ich muss das filtern. Ne? Bitte kein Wasser, bitte kein Wasser, bitte kein Wasser. Ne? So, und die Leute hören auf zu trinken. Die ganzen Arterien ziehen sich erst recht zusammen. Ne? Also zum Beispiel Kopfschmerzen, du musst dir Kopfschmerzen vorstellen. Ne? In den Kopfschmerzen so viele kleine Äderchen und so, ne? Die werden ja alle aus Wasser befüllt. Unser Gehirn besteht 85% aus Wasser. Also wir denken mit Wasser, das ist echt irre, ne? So, und jetzt ist es ganz einfach so: Du trinkst kein Wasser und dein Gehirn zieht sich zusammen. Das schrumpft einfach, ne? Also, so wie du, wenn du einen Schwamm einfach das Wasser anziehst, dann schrumpft er auch zusammen. So ist es bei dem Gehirn. Du kriegst Kopfschmerzen, du kannst dich nicht konzentrieren, du bist kaputt. Viele greifen zu Aspirin. Ja, und was Ja. macht Aspirin? Weitet die Gefäße. Mehr nicht. Du kannst auch genauso einfach Wasser trinken, weitet genauso die Gefäße, fertig, Punkt aus. Ne? Und die meisten kriegen ja wirklich Kopfschmerzen und sowas. Das hatte mein Mann früher nämlich. Ne? Habe ich ja am Anfang erzählt, warum er überhaupt begeistert von der Anlage war. Da hat früher eine Flasche in der Woche getrunken. Ne? Und nach, Was? So wenig. ja. Der hat also ich kenne ihn jetzt mittlerweile 22 Jahre und der hat nie Wasser getrunken. Nie. Der hat eine Flasche in der Woche. Und der hatte ewig Kopfschmerzen, ewig. Und bis wir die Anlage hatten, dann, ja, war das so ein verrückter Moment. So irgendwie nach ein, zwei Wochen kam er und steht ganz an der Anlage, drückt drauf, drückt drauf, trinkt. Ich sage, was machst du da? Ich kannte das nicht, ne? Ich kenne den Mann seit 22 Jahren, ne? Und er sagt so, weißt du, seitdem wir die Anlage haben, boah, ich habe so viel Durst, meine Kopfschmerzen sind weg. Wahnsinn. Ja, also ich muss sagen, das erste Mal, wo wir das Wasser getrunken, also bei meinem Mann hat das richtig metallisch geschmeckt, ne? Und er meinte, also, das schmeckt gar nicht, das schmeckt wie Metall, das sag ich, nee, also ich finde nicht wie Metall. Ich meine, es hat am Anfang ein bisschen komisch geschmeckt, aber nicht wie Metall. Und dann hat er tatsächlich gegoogelt und dann stand dann wirklich, wenn das so metallisch schmeckt, hast du zu viel Metalle, ne? Schwermetalle im Körper. Das ist tatsächlich so und das hält man ja nicht für möglich, ne? Also wenn man anfängt, sauberes Wasser zu trinken, also das, was unser Körper wirklich braucht, ne? Dann kriegt man erstmal Symptome, die man vorher nicht kannte, ne? Also weil erstens das Wasser entschlackt auf einmal, ne? Es leitet aus, ne? Es reinigt dich. Und manche müssen auf einmal ganz viel auf Toilette, ne? Und dann denke ich, mein Gott, was ist hier los, ne? Dann manche haben ein, zwei Tage Durchfall. Na, aber das muss raus. Na? Manche schmecken das so metallisch. Es gibt sogar welche, die übersäuert sind, na, und die schmecken das säuerlich. Na? Das ist aber nur die erste Zeit und dann, wenn das Wasser seine Aufgabe erfüllt hat, dann geht das auch weg. Also so in Ja, ich den sag ein, mal, zwei Minuten. also wir kannten das ja schon von der Aloe, ne? Also wenn man die ja zum ersten Mal trinkt, für manche, die müssen wirklich sprechen, ne? Also mein Mann hat auch dazu gehört, der musste wirklich sprechen beim Echt? ersten Mal, ja, weil der so Das muss ich nicht übersäuert sagen. war.
Der war so übersäuert und für mich hat es einfach bitter geschmeckt. Aber mittlerweile, wenn du das seit 7 Jahren trinkst, wird es ja jeden Tag und da schmeckt es für mich süßlich, ne? Und das kann sich auch keiner vorstellen. Ich habe zu ihm gesagt, das ist mit dem Wasser bestimmt genauso. Irgendwas muss ja sein. Für mich schmeckt es fettmetallisch und das fand ich auch wirklich faszinierend, dass man das selber merken kann, dass man wirklich zu viel Metalle hat. Weil ich kenne das tatsächlich auch von meiner Heilpraktikerin, die gesagt hat, also die messt sich, also die misst es öfter, ne, ob wie viel Metalle sie im Körper hat quasi. Und ja, also tatsächlich habe ich mich darüber auch nie Gedanken gemacht, dass man überhaupt Metalle im Körper hat, weil ich mir halt denke, okay, woher sollen die denn kommen? Ja. Das war mein ausschlaggebender Punkt, wie ich zum Wasser kam, ne? Ich hatte zu viele davon. Und das darf man nicht Wahnsinn. unterschätzen. Das darf man nicht Nee. unterschätzen. Und Metalle kriegst du überall mittlerweile, ne? Es gibt ja Deo ohne Aluminium. Warum? Ja, Ne? Überall sind die drin. tatsächlich. Also ich habe tatsächlich auch einen Bioresonanztest bei unserem Hund machen lassen und bei ihm war auch erhöht Schwermetalle. Und ich dachte, was soll denn das jetzt kommen, ne? Ja, klar, einmal kann es natürlich die Impfung sein. Das ist natürlich auch das andere Übel. Natürlich. Aber tatsächlich auch Wasser, ne? Habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wir nehmen es natürlich, Wasserimpfung, ne? Wir kriegen es durch die Nahrung auch ganz, ganz viel. Ne? Also ganz viele unsere Lebensmittel sind wirklich, zum Beispiel Lachs ist mega seenlastig, ne? Oder allgemein Fisch, ne? Weil unsere heimischen oder nicht nur heimischen Gewässer, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass alles, was in unserer Umwelt ist, diese ganzen Umweltgifte, diese ganzen Industriechemikalien, die müssen ja irgendwo hin. E-Autos, diese ganzen Batterien, ne? Oder durch die Kriege, diese ganzen Uran, diese ganzen Metalle. Ne? Meistens werden einfach irgendwelche Gruben genommen, ne? Das wird da einfach reingepackt, dann wird das zugeschüttet. Ne? Also man kennt das ja von diesen riesigen Windrädern. Ne? Alle sagen, oh, umweltsparend, aber wo kommen da am Ende die Rotorblätter hin? Ne? Wird Ja. genauso gemacht. Ne? So, kommt Wasser runter, Transportmittel, nimmt die Stoffe mit und schon landet es im Grundwasser, wir pumpen es hoch. Ne? Und dann wandert das überall. Es wandert in die Pflanzen. Wir gießen die Pflanzen damit. Das ist in unserer Nahrung. Es wird in die Flüsse geleitet. Ne? Da sind schwimmen Fische. Und mittlerweile sind so viele Metalle in unserem Wasser, Schwermetalle, Arsen und so weiter, dass die ganzen Fische einfach schon zu viele Schwermetalle haben. Ne? Und wie viel Hundefutter gibt es mit Lachs und so? Ne? Das stimmt. Also es Wenn ist man überall. sich das, also wenn man sich das eigentlich mal so überlegt, ist das ein Verbrechen, muss man wirklich so sagen, ne? Ja, klar. Dass wirklich da Hormone, und ich meine, das sind ja nicht nur Hormone, ne? Wenn man drüber nachdenkt, alles an Medikamenten, sei es jetzt Chemotherapie oder sonst was, was da reingekippt wird. Also es ist ja per System vergiften vom eigenen Körper, ne? Wenn man es so sieht. Ja, definitiv. So ist es auch. Und nichtsdestotrotz heißt es, das ist kontrollierteste Lebensmittel. Und die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was bedeutet Kontrolle überhaupt? Ne? Hat das überhaupt was mit der Qualität zu tun? Ne? Und da gibt es halt genug Studien, die das Gegenteil beweisen. Das ist halt absolut nicht so. Und nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass alles auf dem Wasser aufbaut. Ne? Also die ganze Gesundheit, alles baut auf dem Wasser auf. Ne? Nahrungsergänzungsmittel, Ja, na klar. definitiv. Keine Kur ohne ganz viel Wasser. Ne? Also es Ja. gibt kein Leben auf diesem Planeten ohne Wasser. Ne? Also Wasser ist wirklich das einzige Element, was fürs Leben zuständig ist. Ne? Selbst wenn wir ein Samenkorn haben, wir pflanzen es in die Erde, wird es ist erst durch Wasser belebt. Ne? Oder wir Menschen entstehen durch Wasser. Ne? Also es gibt kein wichtigeres Element. Also wenn wir kein Wasser trinken, sterben wir nach 3 bis 5 Tagen. Ohne Nahrung können wir teilweise Jahre auskommen. Ne? Es ist ganz einfach so. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ja, ist auf jeden Fall, was ich das Schöne finde, sei es jetzt an deiner Arbeit oder auch an meiner Arbeit, es ist einfach eine Arbeit, die Menschen hilft, gesünder zu werden und die Augen zu öffnen. Und das ist ja einfach Gold wert, weil wie du sagst, ne, du hattest selber Beschwerden und hast die dadurch beheben können, ne? Das ist bei unseren Sachen auch oft so und das ist einfach das Beste, was man machen kann, auch die Menschen aufklären. Weil tatsächlich sind ja Leute wirklich verzweifelt, weil die Probleme haben. Und wie du sagst, die Ärzte, die geben dir Tabletten. Ah, ich habe Hirnschmerzen, dann hier Ibuprofen am meisten. Aber da wird ja halt gar nicht wirklich nach einer Ursache geforscht. Und sowas Einfaches wie Wasser, einfach nur sauberes Wasser trinken, kann dir wirklich helfen, deine Beschwerden loszuwerden. Also ich finde, da muss man einfach auf jeden Fall drüber sprechen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du heute hier warst. Ich habe auch schon einige, die gesagt haben, ah, du musst mir unbedingt den Link für den Podcast dann schicken. Ne?
weil die da wirklich auch Interesse dran hatten. Und wenn natürlich jemand Fragen hat, tut gerne kommentieren unter diesem Video. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass in die Textbeschreibung deine Kontaktdaten reinkommen, dass wenn jemand da sich informieren will oder auch über die Umkehrosmose, dann direkt sich an dich wenden kann. Oder ihr schreibt mir und ich leite das natürlich sehr gerne weiter. Und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Alina. Sehr nett Ja, von sehr, dir. sehr gerne. Danke für Ja. die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. War sehr, sehr schön. Ja, ich fand es auch schön. Und dann wünschen wir euch einen schönen, in unserem Fall Abend und wann immer ihr Genau. das schaut, einen schönen Tag. Super. Ich danke dir. Tschüss.